Hallo und welcome back zurück zu einem neuen Video. Ich bin's auch ganz kurz nur hier im Intro. Ihr seht's ja schon am Titel vom Video. Es gibt heute ein Food Diary, ein What I Eat in a Day und ich nehme euch den ganzen Tag mit. Ich habe euch auch in diesem Video komplett von Anfang bis Ende quasi redend mitgenommen, was meine Ernährung angeht. Dementsprechend nur ein kurzes Intro. Aber es ist ein Food Diary mit Produkten und Food-Neuheiten, die ja neu sind und die ich noch nie gegessen habe. Dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß im Video. Und falls ihr mehr solche Food Diaries sehen wollt, wo ich halt auch neue Produkte einbinde, dann lasst sehr gerne schon mal einen Daumen nach oben da und in den Kommentaren ein Feedback. Da freue ich mich. Heute bin ich mal ganz wild und zeige mich sogar vor dem Frühstück bzw. vor dem Fertigmachen vor der Kamera. Aber gestern war halt auch Haarwaschtag. Also die müssen später noch ein bisschen geglättet werden. Also was heißt geglättet werden? Die sind glatt, aber ich habe immer so einen Knick da hinten drin, weil ich mit Haargummi schlafe, dass sie halt so nicht in mein Gesicht hängen. Und ja, dachte mir, ich nehme euch jetzt mal beim Frühstück mit. Ich bin nämlich heute Morgen aufgewacht und ich hatte solche Cravings auf Lachs. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich glaube, weil wir hatten gestern einen Family Brunch und meine Schwester hat für mich Laugenbrötchen gekauft, weil es meine absoluten Favorites sind. Und die Kombination aus Laugenbrötchen, Avocado, am besten noch Frischkäse und Lachs ist so das Beste. Vielleicht noch ein pochiertes Ei oder sowas. Das ist so, glaube ich, meine absolute Favorite-Kombi. So, dann bin ich heute aufgewacht, hatte dieses Craving und dachte mir, ich gehe in den Rewe einkaufen und hole eben Lachs und Laugenbrötchen und sowas. Aber bei meinem Bäcker gab es einfach keine Laugenbrötchen. Und ich bin persönlich nicht so ein Fan von diesen Aufback-Laugensachen. Deswegen, ja, habe ich jetzt was anderes gefunden. Nämlich tatsächlich was Neues. Also erstmal hier der Lachs, der das Wichtigste an diesem Ganzen sein wird für mein Frühstück. Und zwar habe ich hier so neue Brötchen gefunden. Die sind auch von einer Marke, die ich früher öfters gezeigt habe, nämlich Mestemacher. Die hatten immer so dieses pure Brot, auch mit Karotten und sowas. Und es sind jetzt diese Toastbrötchen. Und die sehen einfach so geil aus, weil die so richtig viele Körner haben. Und die sind auch, glaube ich, sogar glutenfrei. Beziehungsweise ohne Hefe, ohne Mehl. Also ich glaube, sie sind an sich glutenfrei, weil sie halt aus Haferflocken, Wasser, Ölsaaten, Haferflocken, Haferkerne, Apfelessig, Erbsenschrot, Flohsamenschalen und Salz sind. Aber ich glaube, dadurch, dass die Haferflocken wahrscheinlich nicht glutenfrei sind oder nicht als glutenfrei deklariert sind, dürfen die es nicht offiziell draufschreiben. Aber an sich sind ja Haferflocken immer glutenfrei. Und ja, irgendwie fand ich, haben die richtig gut ausgesehen, dass ich das eben mit Lachs und Avocado belegen kann. Und dann bin ich noch an der frische Theke vorbeigelaufen und dachte halt, okay, Frischkäse wäre halt auch geil. Aber ja, irgendwie versuche ich gerade so ein bisschen auf zu viele Milchprodukte zu, was heißt verzichten. Also ich esse Milchprodukte, ich war auch letztens am Wochenende Pasta essen und hatte Burrata. Aber ich merke es halt sehr schnell an meiner Stirn, dass ich da Hautunreinheiten bekomme. Und weil meine Haut aktuell, ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera sehen kann, aktuell eh nicht so ist, wie ich sie mir wünsche und halt sie die letzten Monate war, versuche ich aktuell so ein bisschen drauf zu verzichten. Also es funktioniert nicht so gut, weil ich halt Burrata liebe und halt auch Feta und sowas. Aber ich habe dann diesen hier gefunden. Und zwar von Exquisa, der vegane Frischkäse. In Natur gab es auch noch mit Kräuter. Ist eine neue Rezeptur, also ich kannte ihn jetzt noch nicht. Ich kenne halt nur den normalen, nicht veganen Exquisa. Und sonst eben den von Simply V. Von daher, ja, es ist doch eine nice Breakfast-Kombi. Dazu gibt es noch ein bisschen frische Tomate und Gurke, glaube ich. Und ja, call it a breakfast. So sieht das Ganze jetzt aus. Einmal hier Avocado, Lachs, Frischkäse. Also hier der vegane. Hier nochmal das gleiche und da ganz simpel Avocado, Gurke. Und ich habe noch ein paar Sprossen drauf gegeben. Und dazu gibt es dann noch, wie immer, meinen Daily grünen Protein-Smoothie. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch einen Taste-Test zusammen. Ich muss schon mal sagen, also optisch sehen die natürlich richtig schön aus, aber ich finde, die sind halt so, also die fallen so gefühlt auseinander, weil sie einfach nicht so stabil sind und nicht so fest. Ich habe sie halt in der Pfanne angetoastet, angebraten. Vielleicht würde es im Toaster besser funktionieren. Habe ich jetzt nicht den Vergleich. Vielleicht könnt ihr ja berichten, falls ihr das schon mal gemacht habt und getoastet habt. Aber man muss sie auf jeden Fall aufschneiden, weil sonst ist es ja so gefühlt nur ein Block mit super vielen Saaten.
Dementsprechend, ja, machen wir jetzt mal den Taste-Test zusammen. Moment, ich nehme mal das hier, wo man direkt einen Biss von Frischkäse, Avocado und Lachs bekommt. Mhm. Also ich muss sagen, das Brot ist eigentlich so ähnlich wie das Mestemacher, flacher einfach. Also es ist jetzt halt einfach eine Toastbrötchenform so, also das macht jetzt keinen großen Unterschied. Der Lachs ist natürlich nice, könntet ihr natürlich auch mit veganem Lachs machen. Und der Frischkäse, muss ich sagen, ich finde den besser als den von Simply V, weil er nicht so diesen veganen Geschmack hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich finde, manchmal so diese ganzen Veganersatzprodukte schmecken sehr stark nach Kokos, nach Mandel. Und der hier ist auch auf Mandelproteinbasis und auch ein bisschen Kokosöl. Aber ich finde, da schmeckt man das jetzt nicht so krass raus. Vielleicht auch einfach in der Kombination so mit allem. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Die Brötchen, weiß ich nicht, ob ich mir die nochmal kaufen werde. Dann würde ich halt lieber ein normales Brötchen bevorzugen oder halt Lauge oder sowas. Das mit den Körnern ist natürlich nice. Und falls ihr euch glutenfrei oder ohne Hefe ernähren wollt, dann sind die natürlich auf jeden Fall etwas für euch. Mittlerweile ist es etwas später. Ich habe mich zwar nicht großartig gerichtet. Also ich habe heute nur so eine leichte getönte Tagescreme drauf, ein bisschen meine Augenbrauen mit Augenbrauengel und that's it. Aber ich bin heute eh nur im Homeoffice und filme das Food Diary für euch. Von daher muss ich mich jetzt auch nicht großartig fertig machen. Ich habe mir nur was anderes angezogen, weil ich halt auch rausgehe und mit Henry eine Runde spazieren war. Es ist zwar unnormal warm, also wir sind nur eine kleine Runde gegangen, keine große, weil ja, in der knallen Sonne, in der Mittagssonne macht es einfach keinen Spaß für den Hund, auch nicht für mich und seine Pfoten auf dem heißen Asphalt. Ja, das möchte ich ihm nicht antun, aber ich mache mir jetzt Mittagessen. Und zwar habe ich im Supermarkt etwas gefunden, was neu ist und was ich noch nicht gegessen habe, und zwar so vegane Würstchen von Rügenwalder Mühle. Doch, das ist richtig. Ich verwechsel es immer, ob ich sage Rügenwalder Mühle. Doch, das müsste doch hier irgendwo draufstehen. Ich will mich jetzt auch nicht blamieren. Aber da steht nicht mal der Name drauf. Da ist halt nur das Logo. Aber das ist Rügenwalder Mühle, oder? Doch, ja. Auf jeden Fall sind das vegane Abenteuerwürstchen mit Erbsenprotein. Und da sind halt so kleine Kinder drauf. Also das ist halt gemarketet. Sorry, Englisch. Die Zielgruppe sind Kinder, so. Und ja, aber trotzdem fand ich die irgendwie ganz nice, weil ich habe halt früher als Kind auch so gerne so vegane, was heißt vegane? Unvegane, normale Bratwürstchen gegessen auf dem Grill. Das gab es immer bei uns zum Grillen. Und die hier sind neu. Ja, wie gesagt, weil wir essen heute ja nur neue Produkte. Aber die sind ohne Zuckerzusatz und mit Erbsenprotein. Und ich glaube, ich habe es nämlich irgendwo in einem anderen Video mal gesehen, dass es die schon mal gab, aber eben halt die normale Version, jetzt nicht für Kinder. Und da war Zuckerzusatz drin und halt eine andere Rezeptur. Und die finde ich auch von den Zutaten echt gut. Also Trinkwasser, Erbsenprotein, Rapsöl, natürliches Aroma. Klar, dass es halt so ein bisschen rauchig nach Wurst schmeckt. Ackerbodenprotein, Bambusfasern, Flohsamenschalen, Gewürze, geräucherte Paprika, Branntwein, Essig und dann eben färbendes Lebensmittelkonzentrat. Also ja, finde ich jetzt von den Zutaten echt ganz gut. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Würstchen drin. Ich weiß nicht, ob ich alle mache. Ich wollte nämlich irgendwie so eine Art Salat machen, weil bei der Hitze irgendein nicer Salat mit Linsen oder Kichererbsen oder sowas könnte ich mir jetzt eigentlich ganz gut vorstellen. So ein Wurstsalat irgendwie. Ich weiß nicht, früher gab es sowas auch, aber ich habe gerade noch keine Idee, wie ich es kombiniere. Auf jeden Fall, ich habe Linsen. Ich glaube, mit Linsen, so Linsen und Wurst ist eine ganz gute Kombi. Aber den Rest schaue ich jetzt gleich mal, was ich noch so im Kühlschrank habe. So, ich habe mich jetzt für eine Kombination entschieden. Und zwar habe ich hier Rucola und eine Dose Linsen, braune Linsen. Mag ich persönlich lieber als rote Linsen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Dann die Würstchen. Also man kann die tatsächlich auch einfach so roh snacken. Also hier steht es ja, warm oder kalt genießen. Und die riechen auf jeden Fall schon mal sehr nice nach Würstchen, muss ich sagen. Ja, ich habe halt, wie gesagt, als Kind sehr gerne welche gegessen. Und ja, dann weiß ich nicht, ob ich die jetzt kalt da reinschnippel oder ob ich die in der Pfanne anbrate. Bin ich mir gerade noch unschlüssig. Dann habe ich hier noch Radieschen. Liebe ich generell. So an wärmeren Tagen gab es immer bei uns zur Brotzeit dazu. Und dann habe ich noch Zucchini. Die werde ich jetzt auch einfach, glaube ich, wenn ich eh die Würstchen anbrate,
auch in der Pfanne anbraten. Und dann kommt da einfach, glaube ich, Olivenöl drauf. Also ich habe jetzt keine Lust, großartigen Dressing zu machen, zumal ich auch nicht weiß, was da so gut zu passt. Hier habe ich so eins, das hat mir eine Freundin aus Griechenland mitgebracht. Und ja, das schmeckt man halt einfach. Wirklich, wer mir sagt, er mag kein Olivenöl, der hat einfach noch nicht qualitativ hochwertiges Olivenöl gegessen. Sowieso, ich liebe es einfach, Brot in Olivenöl und Salz zu dippen. Genau, und dann halt hier noch Gewürze. Und dann wird das so eine Art Rucola-Linsen-Würstchen-Veggies-Salat. I don't know, was diese Kombination kann. Also ich muss sagen, einen Schönheitspreis gewinnt mein heutiges Mittagessen definitiv nicht. Aber irgendwie finde ich es auch, sieht ganz cool aus, oder? Also es erinnert mich einfach an so ein Sommersalat, den früher meine Mutter gefühlt gemacht hätte. Von der Konsistenz her, ich habe es jetzt übrigens nicht angebraten, finde ich die Wurst eigentlich, also wirklich, wie so eine normale Wurst aus dem Glas von früher. Werde das jetzt hier noch alles vermengen. Und manchmal sind doch einfach so die simpelsten Sachen die besten, oder? Henry liegt hier schon, könnt ihr sehen, auf der Couch und schläft tief und fest. Aber Moment, damit ihr mich besser sehen könnt, zoome ich mal noch ein Stück weg. Ich wollte euch noch ein Fazit geben zu, beziehungsweise ich muss ja hier reinschauen, ich habe gerade die ganze Zeit da oben in den Viewfinder geschaut. Ich wollte euch noch ein Fazit geben zu den veganen Würstchen. Also ich werde die mir auf jeden Fall wieder kaufen, weil sie einfach nice sind. Also selbst wenn es offiziell Kinderwürste sind, so, ich meine, wer... Irgendwas ist gerade umgefallen. Mäuschen, alles gut! Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich habe jetzt auch nirgendwo das Fenster offen oder so. Wahrscheinlich irgendein Karton, der sich verabschiedet hat. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Fazit zu den Würstchen. Ich werde die mir auf jeden Fall wieder kaufen. Und auch wenn es offiziell Kinderwürstchen sind, so, ich meine, hallo, manchmal darf man auch noch ein bisschen Kind sein. Und ja, wahrscheinlich ist es halt einfach nur so das Marketing dafür. Im Endeffekt ist es das gleiche Produkt, was es vorher auch war. Also es ist jetzt quasi so die neue Rezeptur. Ich habe nämlich gesehen, in der originalen Rezeptur war Zucker drin. Und ich finde generell, also ich habe ja nichts gegen Zucker, ich esse auch Zucker. Aber wenn ich eben es vermeiden kann, gerade in so Ersatzprodukten, dann greife ich natürlich zu dem Produkt ohne zugesetzten Zucker. So ist ja irgendwo, was heißt logisch, aber für mich so logisch, weil es macht jetzt geschmacklich für mich keinen großen Unterschied. Klar, wenn ich jetzt ein Eis esse, so mit Schoko oder so, natürlich ist dann da Zucker drin und da macht es für mich auch Sinn. Aber es macht jetzt für mich keinen Sinn, halt eben Zucker in Ersatzprodukte oder auch so in Brötchen, Brot ist halt super oft versteckter Zucker in Form von Gerstenmalzextrakt drin und sowas. Und ja, da versuche ich dann schon so drauf zu achten. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt in einen Café gehe oder so, weiß ich ja auch nicht, wo da jetzt überall versteckter Zucker drin ist. Sei es irgendwie in Hummus, in Limonaden, in Milchalternativen, da ist ja auch überall zugesetzter Zucker, von daher bin ich da nicht so strikt, aber wenn ich es eben für mich zu Hause entscheiden kann, dann ja, achte ich da schon drauf und lese eben hinten auf den Packungen. Auf jeden Fall, ja, mein Fazit dazu, probiert sie sehr gerne aus, ich habe sie gefunden bei Rewe und die hatten auch noch so Nuggets, also die waren auch quasi so ein Kinderprodukt, aber ja, eben vegane Nuggets, ich glaube, die probiere ich auch mal aus. Und ich habe mir jetzt hier noch einen Drink gemacht. Das ist der Essential Aminos Drink von Brand Effect. Ich trinke eigentlich jeden Tag entweder den oder Skin Structure von More Nutrition. Keine Werbung an dieser Stelle, also für Brand Effect Werbung. Mit meinem Code könnt ihr immer das meiste sparen. Aktuell glaube ich sogar 20%, wenn das Video online kommt. Verlinke ich euch unten. Und genau, Skin Structure von More, da habe ich keinen Code, aber ich habe generell nichts gegen More-Produkte an sich, sondern eher so der Umgang, das Marketing und vereinzelte Produkte. Und manche Produkte sind auf jeden Fall gut, dass ich sie auch zu Hause habe. So. Also deswegen will ich da das generell nicht schämen oder runterreden. Ich glaube, ihr kennt ja meine Einstellung dazu. Und genau, entweder von Brain Effect den Essential Aminos Drink oder den Hydrate Drink. Und sowieso Daily Gut trinke ich eigentlich immer morgens. Also das habe ich jetzt auch in meinen ganzen Food Diaries. Zeige ich ja nie so meine Supplemente, also halt was ich an Supplementen nehme, Omega-3, Kurkuma, dann, ja doch, Omega-3, dann eben noch so ein Skin-Supplement und so ein Hormon-Balance-Supplement. Genau, das zeige ich jetzt nicht in jedem Food Diary und generell auch nicht, was ich trinke. Also ich hatte auch nach dem Frühstück trinke ich immer noch so meinen Matcha, habe ich jetzt auch nicht gefilmt. Könnt ihr euch immer dazu denken, das sind immer so meine Daily Drinks. Aber genau, weil ich jetzt hier gerade sitze und euch ein Fazit noch gegeben habe, dachte ich mir, zeige ich euch das noch kurz.
Ja, ansonsten passiert jetzt erstmal nicht viel bis zum Abendessen. Ich werde es mir jetzt, glaube ich, da auf der Couch bequem machen und schon mal anfangen, das Video zu schneiden und das Video für Samstag. Und dann sehen wir uns spätestens beim Abendessen wieder. Dinner time. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen, hier vorzubereiten, damit das Video nicht zu lang wird. Wir haben hier einmal Buchweizen. Ich liebe aktuell irgendwie Buchweizen. Also ich weiß nicht, irgendeine Zeit lang habe ich das nicht so gemocht. Aber ja, ich versuche jetzt allgemein so ein bisschen immer Variationen reinzubringen. Und ja, Buchweizen, mega, mega nice. Dann haben wir noch Salat als Base. Ich habe hier rote Beete im Airfryer angeröstet. Hier haben wir noch Sprossen. Generell, ich liebe rote Beete und ja, hatte jetzt irgendwie Lust auf was Frisches und habe hier etwas Neues, was wir ausprobieren können, und zwar den Unfished Plant Tuna, ein Plant-Based Tuna oder eine Plant-Based Tuna Alternative. Ich glaube, da gibt es auch mehrere Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt hier quasi das Neutrale und ja, das besteht aus Soja. Hier einmal die Zutaten, also Soja, dann Weizengluten, Sojaöl, natürlich Aromen, damit es eben ein bisschen fischig wahrscheinlich schmeckt, Leinsamenöl, ja, das war es auch eigentlich fast schon. Dadurch ist es natürlich reich an Protein und auch Omega-3-Fettsäuren durch das Leinsamenöl. Dann habe ich hier noch ein Dressing aus Tahini, Sojasauce und Wasser zum Verdünnen. Und dann kommt mir noch meine tägliche Dosis an Hanfsamen oben drüber. Das kommt eigentlich auf jede meiner herzhaften Bowls und sehr oft auch auf meine süßen Bowls. Ich stehe jetzt auch so ganz professionell auf meinem Airfryer oben drauf. Und ich habe gerade die Dose mal aufgemacht. Also ich will es euch gar nicht vom Inhalt irgendwie zeigen, beziehungsweise doch, ihr wollt das doch bestimmt, das heißt bestimmt sehen. Aber so, das ist ja der Sinn vom Video, dass ich euch die Produkte auch zeige. Und so sieht das jetzt aus. Also ja, nicht ganz so appetitlich. Ich habe halt schon super lange nicht mehr richtigen Thunfisch gegessen. Also ich habe halt mal so Thunfisch Tatar oder sowas gegessen. Aber ja, ich finde jetzt persönlich, es riecht nicht so nach richtigen Thunfisch. Und an sich bin ich auch nicht so der Fan von Thunfisch aus der Dose. Ich weiß auch nicht, warum ich das überhaupt gekauft habe. Aber einfach wahrscheinlich, weil ich mir so dachte, oh, eine vegane Alternative kenne ich noch nicht. Und möchte ich ausprobieren. Aber dafür bin ich ja da, dass wenn es jetzt nichts ist, dass ihr das nicht kaufen müsst. Und wenn es was ist, dann ja, könnt ihr das gerne nachkaufen. So sieht das jetzt dann in der Bowl aus. Also optisch gewinnt es jetzt keinen Schönheitspreis. Aber wenn es gleich richtig gut schmeckt, dann ja, werde ich das auf jeden Fall wieder kaufen. Vielleicht werde ich ja dann doch noch zum Thunfisch-Fan. Same spot as always, nur scheint jetzt gerade noch schön die Sonne rein. Gell? Immer wenn die Sonne hier rein scheint und dann auf die Couch, dann liegt Henry immer auf der Couch. Also ihr merkt schon, er hat sich schon an den äußersten Rand gelegt, damit da gleich die Sonne rumkommt. Dann gehen wir nochmal eine Runde spazieren. Aber wie versprochen gibt es jetzt noch einen Taste-Test von dem veganen Tuna. Ich habe jetzt natürlich über die ganze Bowl schon das Dressing drauf gegeben, deswegen probiere ich jetzt mal hier an der Seite den Thunfisch wirklich komplett ohne alles. Ich habe den jetzt auch nicht gewürzt oder so. Ich weiß nicht mal, würde man Thunfisch aus der Dose würzen? Nee, weil an sich ist der ja jetzt nicht komplett Natur-Soja, sondern halt auch gewürzt. Ja, hier nochmal fokussiert, ein Close-Up. Ich weiß nicht, ob euch das gerade optisch ekelt, deswegen I'm sorry, ich will jetzt auch nicht zu nah dran gehen, aber ja, ich finde generell auch so rohes Chicken oder sowas oder rohe Garnelen finde ich einfach auch nicht so ästhetisch oder optisch ansprechend, aber das Endergebnis und der Geschmack zählt ja. So, aber jetzt gibt es mal einen Taste-Test hier. Mhm. Also ich muss sagen, ich finde es richtig gut gewürzt. Es ist halt, ja, wie kann man das beschreiben von der Textur? Wenn ihr die Sojaprotein-Chunks von Koro kennt, dann haben die so eine ähnliche Konsistenz, so von der Bissfestigkeit, also so von der Textur einfach, aber dadurch, dass das halt noch mit zusätzlichem Öl und Gewürzen und halt so eingelegt ist, sage ich mal, damit es halt so ein bisschen mehr aufweicht, ist es, ja, halt so ein bisschen softer. Aber ich finde es echt nice. Also ich finde, es schmeckt absolut nicht nach Thunfisch, beziehungsweise es riecht halt auch nicht so. Klar, wie soll das auch komplett immer gleich sein? Ich finde es generell krass, was die Lebensmittelindustrie so hinbekommt.
Wann habe ich angefangen, mich damals vegan, vegetarisch zu ernähren? Da gab es halt einfach nur Naturtofu, dann vielleicht mal diesen Mandelnuss-Tofu von DM und Räuchertofu, das war's. Und mittlerweile so heute die veganen Würstchen. Klar, heute Morgen habe ich normalen Lachs gegessen. Ich bin halt mittlerweile der Meinung, wenn ich ein Produkt essen möchte und sei es jetzt normaler Feta oder so, dann esse ich es. Und wenn ich es ersetzen kann oder ersetzen mag und es jetzt nicht zugeballert ist mit einer ewig langen Zutatenliste, dann ist es einfach nicht für mich so für meinen Daily-Alltag. Klar, die Balance macht es sowieso alles aus. Und das jetzt das abschließende Wort zum Dinner. Ich werde mich jetzt hier auf die Couch begeben, mir die Bowl schmecken lassen, hier noch alles schön verrühren, damit das Dressing überall drankommt. Und dann werde ich noch mit Henry spazieren gehen. Und dann sehen wir uns natürlich noch bei meinem Daily-Nachtisch wieder. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, beziehungsweise ich kann mich schon drauf freuen, ihr schaut ja nur zu, aber auf eine Empfehlung freuen, beziehungsweise ich hoffe es, weil ich habe es ja selber noch nicht probiert, aber zumindest hört sich es mega, mega geil an und von den anderen Produkten bisher war ich noch nicht enttäuscht, deswegen sehe ich euch dann beim Snack wieder. Dum, dum, dum. Highlight of the day, sowieso Nachtisch ist immer ein Highlight, aber wie nice ist bitte diese Sorte. Ich habe sie schon in irgendeinem Video gezeigt, dass ich die neu gefunden habe. Ist sogar auch vegan und zwar Magnum Chill Blueberry Cookie mit einem Cookie aus Kakao. Also wenn das nicht geil ist, ich finde generell auch die veganen Magnums so, so nice. Und ja, habe ich neu bei Rewe entdeckt. Gibt es halt wie immer einzeln verpackt. Ich habe jetzt mal nur ein einzelnes mitgenommen, weil muss ja erst getestet werden. Ich bin nämlich manchmal so ein bisschen picky, was fruchtige Eissorten angeht. Aber ich glaube, bei Magnum muss ich mir da jetzt keine Gedanken machen, dass es zu fruchtig wäre, sondern die Schoko-Seite noch überwiegt. Für den Taste-Test habe ich auch nochmal meine Jalousien hochgezogen, weil, wie ihr seht, scheint sonst Sonne zu krass rein. Und ja, dann wird es halt direkt sehr warm. Deswegen sitze ich abends immer hier mit runtergezogenen Jalousien und sitze im Dunkeln. Aber damit kann ich leben, bevor mir die Sonne ins Gesicht scheint. So, wenn ich jetzt mal hier das noch aufbekomme. Voilà. Ich liebe es persönlich auch, dass die so Stückchen in der Schokolade hat. Weil es gibt ja bei dem veganen Magnum auch zwei Varianten. Genau, einmal das Mandel und einmal Salted Karamell gibt es, glaube ich, noch. Und ich finde es halt auch schon damals bei den normalen Magnums immer geiler, wenn noch so ein bisschen Stücke in der Schokoschicht sind. Aber sowieso ein Schokokern, da hat man mich direkt. Tatsächlich, Fun Fact, es gibt eine Eisdiele bei uns im Ort und da gibt es halt keine veganen Sorten, außer halt so Sorbet. Und ich meine, mittlerweile esse ich auch ja Milchsorten. Aber früher, als ich noch vegan war, habe ich halt immer nur das Sorbet gegessen. Und die hatten aber so einen Schokogeist, heißt das. Also quasi eine Schokoschicht aus dunkler Schokolade, die man dann drüber gegossen hat. Und dann ist die auch so hart geworden. Und dann war es immer so ein geiler Crack-Effekt. Das war schon so der OG-Joghurt-Crack-Effekt, den es jetzt mittlerweile halt viral auf TikTok etc. gibt. So, jetzt aber auf jeden Fall mal Taste-Test. Also bisher schmeckt es einfach ganz normal wie ein normales Magnum, weil halt einfach die Schokoschicht das unwiderstehlich ist. Ich habe mal eine Reportage geschaut, da hat man quasi das Discount-Produkt, gibt ja auch so, sag ich mal, Dupes auch von Rewe und so, mit dem Original Magnum verglichen. Und nur bei dem Magnum gab es eben dieses Cracken, wenn man in die Schokoschicht reinbeißt und darunter... Oder daran konnten dann die Leute erkennen oder haben Leute erkannt, dass es das Original Magnum ist. Also kleiner Fact dazu. Ich habe jetzt hier mal bis zu der Blaubeer-Schokoschicht bzw. Blaubeerschicht durchgearbeitet, weil ja, ich dachte halt irgendwie, wenn man reinbeißt, dann kommt es direkt. Und ich muss sagen, es ist natürlich nice, aber ich finde halt einfach Vanilleeis mit einer Schokoschicht außenrum nicer. Mir braucht jetzt dieses Blueberry Cookie. Ist nicht unbedingt. Ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen, aber ich glaube, ich würde einfach das normale Magnum oder auch das Salted Caramel bevorzugen. Aber trotzdem, ja, macht es mich sehr happy. Probiert es auf jeden Fall aus und könnt mir gerne Feedback da lassen, ob das vielleicht sogar eure neueste Lieblingsvariante ist. So, bevor ich jetzt das Auto mache, mal kurz checken, ob ich irgendwelche Schoko
Reste habe. Ja, bevor mein Eis gleich wegschmilzt, mache ich schnell noch das Outro, damit ich mich danach auch nicht mehr melden kann und einfach in Ruhe meinen Abend genießen kann, weil ich heute den ganzen Tag so hier mit gefilmt habe. Story, also mittlerweile kann ich auch einfach nicht mehr reden, weil ich mit wirklich keinem Menschen heute geredet habe, außer mit meiner Mama kurz telefoniert. Und sonst nur mit mir selber quasi, also halt mit euch, aber mit mir selber geredet habe, weil ihr antwortet mir ja leider nicht. Ja, verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Full Day of Eating und das Food Diary hat euch gefallen, auch in der Variante mit neuen Food-Neuheiten testen. Falls da etwas Neues für euch dabei wart, dann lasst mich das sehr gerne in den Kommentaren wissen, falls ihr es ausprobiert und wie es euch geschmeckt hat. Falls ihr dieses Format gerne weitergeführt haben wollt, weil es gibt ja immer neue Food-Neuheiten, dann lasst mich das sehr gerne wissen. Vielleicht gibt es da ja auch so ein paar Produkte, die ihr schon gespottet habt, die ich für euch austesten soll. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mir sehr gerne noch einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Mein Eis und ich werden uns jetzt auf die Couch begeben und Kaulitz schauen. Auf Netflix, das habe ich jetzt oder werde ich jetzt anfangen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!